Und ganz besonders auch Religionslehrer, Lehrerinnen dürfen sich fragen, wie sie über lebensphilosophische, lebenspraktische, ethische Themen hinaus und über das, ja, ich sag mal, sehr theoretisch, zum Teil auch etwas pragmatische Vermitteln von Wissen, was die einzelnen unterschiedlichen Weltreligionen denn ausmacht, kennzeichnet, wie sie darüber hinaus doch auch ein Gottesbild, ein Bild vom Schöpfer vermitteln und Glauben vermitteln, Glauben lehren, finde ich auch wirklich dieser Tage ein wichtiges Thema, was so natürlich auch sehr selten thematisiert wird. Ja.